Und hallo, willkommen zu Starring. Ja, das hier ist Star Fox, und zwar das allererste, welches für das Super Nintendo Entertainment System rauskam. Tja, und wie wir in dieser wundervollen Cutscene gesehen haben, es sind ein paar Schiffchen im All herumgeflogen in Richtung des Planeten. Hui. Und naja, das Star Fox Team geht nun in Richtung Rettung und tut das, was es tun soll. Und naja, ohne viel Vorrede würde ich mal sagen, starten wir das Abenteuer. Player One has connected. Ist das nicht schön? Tja, wir haben verschiedene Kontrollmöglichkeiten, welche mit Minus ausgewählt werden können. Und da ich eigentlich keine Ahnung mehr habe, welche Möglichkeiten es gab, ich habe das Spiel vor einem Jahr, glaube ich, noch das letzte Mal gespielt, würde ich mal bei Kontrolltyp A bleiben. Und naja, dann drücken wir mal, warte, Push Start to Exit. Ah, Training oder Game? Natürlich erstmal Game, also Training, nee. Das ist, glaube ich, nicht nötig. So, wir haben hier direkt drei Routen zur Auswahl. Diese Route hier ist die allerschwerste, währenddessen diese hier aber die mittelschwere darstellt. Und dann haben wir diese hier, welche die einfachste darstellt. Und da wir generell einfach zu faul sind für die ganze Arbeit, würde ich mal sagen, machen wir die einfache. Das hier wird, glaube ich, wieder eine englische Version sein. Du hast die Route 3 gewählt. Eine gute Wahl. Um wenem zu überraschen. Good luck. Good luck. Und diese wundervolle Sprachausgabe. Kann man überhaupt irgendwas verstehen auf der Aufnahme? Tja, ich hoffe mal. Denn sonst fragen sich die Leute, was? Sprachausgabe? Was redet denn der da? Naja, aber das ist eine dieser wenigen Super Nintendo-Spiele, bei denen ich einen L- und R-Knopf gebraucht habe. Denn dafür muss ich nämlich das hier einsetzen und dafür ist er halt benötigt. Jetzt muss ich erstmal wieder dahinter kommen, wie ich am besten spiele. Okay, Y war der Knopf. Ich hätte mir vielleicht die Steuerung erstmal kurz anschauen können, aber naja, dann halt nicht. Ach, hier hätte ich mich heilen können. Jetzt hier unten durch, okay. Ich komme langsam wieder etwas rein. Das wird aber dann Stück für Stück auch immer besser. Und ich würde mal fürs Erste sagen, wenn ein Level nicht allzu lang dauert, dann würde ich zwei machen. Und wenn eins aber 15 Minuten dauert, was sehr unwahrscheinlich ist, dann würde ich eventuell auch einfach nur eine machen. Ah ja, und hier, wie ging dieser Boost? So ging der. Aber hat leider nicht gereicht. Okay. Ich hätte da sehr gerne durchkommen können, aber na gut. Wenn das Spiel meint, du schaffst es nicht, dann eben nicht. So, aber dafür kann ich mir ja meine Leben wieder auffüllen. So, und etwas sehr, sehr Wichtiges ist, ich habe ja den ZL- und ZR-Knopf auf dem Switch Pro Controller. Und im schlimmsten Falle wird es nämlich so sein, dass ich eventuell auf den Save-State-Knopf komme. Sollte dies der Fall sein, wird entweder der Part komplett neu gestartet, weil rechts ist der Knopf zum Save-State-Laden. Ich habe bisher noch keinen gemacht, deswegen wird da noch nichts passieren. Aber sollte das später mal passieren, wenn ich schon links gedrückt habe, dann sind wir am Arsch. Denn dann fange ich den Part von vorne an. Und was ich noch dazu erwähnen möchte, diese geringe Framerate, die das Spiel hat, das liegt nicht daran, dass ich in geringer Framerate aufnehme oder ähnliches. Das liegt tatsächlich am Spiel selber. Was man aber auch erwarten kann, denn das hier ist ein Super Nintendo-Spiel und hier sind bekanntlich natürlich nicht so die High-End-Konsolen, was heutzutage angeht. Also da sucht man HD vergebens. Aber auf Emulatoren, da hat man dann natürlich was Besseres. Da bekommt man dann seine 1080p und alles. Nur leider, das Spiel an sich hat trotzdem eine geringe Framerate. So, das Level geht tatsächlich noch länger, als ich in Erinnerung hatte. Und ich werde die Texte unten übrigens nicht vorlesen, da mir das ein bisschen zu stressig wird auf Dauer.
Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Ui, da ist was. Oh, wow. Ach, schade. Das war aber auch eigene Dummheit. Ey, da links war ein Checkpoint. Das ist schön, aber ich habe ihn nicht erwischt. Ja, stimmt. Und auch eine Sache. Das Spiel würde ich schon ganz gerne ohne Save States durchspielen, aber für ein Let's Play wäre das unpassend. Und ich habe es ja auf meinem Super Nintendo schon mal. Und deswegen würde ich sagen, nach jedem Tod. Okay. Und da hat es uns in alle Teile zerfetzt. Okay, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Nach jedem Level, beziehungsweise nach jedem Part eigentlich, würde ich ein Save State setzen. Aber einfach nur, damit es halt fürs Let's Play nicht so lang dauert. Boah, das waren jetzt viele Treffer. So. Solange ich meine Leben wieder auffüllen kann, wäre es ja okay, aber beim letzten Mal hat es mich ja ziemlich hart erwischt. Warte, generell setze ich hier so eine Bombe ein und dann sind alle besiegt. Also ich muss wieder verschiedene Dinge auch in meinen Kopf einrufen, weil es ist einfach noch relativ lange her. Oh fuck. Und nein, es hat leider nicht geklappt. Ja, ich beeil mich ja. Kumpel, chill. Okay. So, der hier ist auch besiegt und naja, den Part haben wir jetzt schon gesehen, da ich ja einmal gestorben bin. Aber naja, es tut ja keinem weh, das nochmal zu sehen. Jetzt bin ich außerdem auf B gekommen und habe abgebremst deswegen. Ah, okay, ich erinnere mich wieder, wie man das hier macht. Man muss auf die Teile draufschießen, damit die umfallen früher. Oh, fuck. Autsch. Das hat jetzt das Schiff relativ gut erwischt. Was nicht so gut für mich ist. Und, ja, hier gibt es endlich mal Leben. Wenn ich sie erwische. Und, ja. So, und diesmal werde ich auch direkt dran denken, unten eher zu bleiben. Und mich möglichst nicht treffen zu lassen. Und da ist wieder so einer. So, ich muss auf jeden Fall den Checkpoint erwischen. Der ist nämlich ziemlich praktisch. Mind your own business, folks. Hey, was ist dein Problem? Mann, ich habe Falco gerade gerettet und dann so, nee, bleib bei deinen Sachen. Ups, ja, okay, das gebe ich zu, das war mein Fehler. Aber gut, also, wenn er so direkt vor mir rumfliegt, ist er aber schuld. Na gut, wir sind ein Team. Wir sollten ein bisschen aufpassen. Also, damit meine ich. Weil die bisher noch nicht so eine Scheiße gebaut haben. Okay. Jetzt muss ich, glaube ich, unten bleiben. Oh, okay. Na gut, dann mach halt. So. Ah, das ist nicht so gut. Aber ich glaube, im Checkpoint, soweit ich weiß, wird einem Energie geheilt. Deswegen müssen wir da unbedingt rein. Nein, okay. Uns wurde ein wenig Energie geheilt und das ist extrem praktisch. Ich würde mal sagen, ich besiege den da noch. Komm. Na gut, dann lasse ich dich halt aus. Ist auch ein bisschen verbuggt an manchen Stellen, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Das Spiel ist einfach. Es kam ein bisschen früh, kann man sagen. Ups. Ja. Ich schiebe das gerne mal auf mein Steuerkreuz, weil das tatsächlich der Fall ist. Okay. Und da steht's oben rechts, Enemy. Und unser Flügel links ist ein bisschen beschädigt. Also, und er hat einen fetten Panzer. Und jetzt kommt diese yay, Epic Music. Na los. Und jetzt müssen wir die Stellen hier angreifen, soweit ich weiß. Yep. Müssen wir das auch angreifen? Ja, das scheint tatsächlich so. So, und wenn wir das genug angreifen, okay. Dann können wir jetzt noch das hier weiter angreifen. Ah, es sieht so aus, als müssten wir nur die Teile hier angreifen. Oder doch? Ah, okay. Okay, jetzt bin ich tatsächlich wieder gestorben. Also man sieht, glaube ich, also ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt und dadurch kenne ich die meisten Tricks gar nicht mehr. Auch wenn ein Jahr jetzt nicht ewig ist, aber naja, was soll ich machen? Ich habe es halt leider komplett verlernt, da ich das Spiel auch nicht viel gezockt habe, also nicht so ausgiebig. Ich habe bei der Schwerroute dann aufgehört, das Spiel zu spielen, weil ja, ich nicht mehr so das. Ich hatte nicht mehr das Interesse, es immer wieder aufs Neue zu versuchen und ja. Ups.
Aber das Spiel ist halt trotzdem extrem geil und ich würde schon gerne versuchen, diese Route hier durchzuspielen. Und naja, wenn ich hier den Boss mal schaffen würde, dann hätte ich gute Chancen dafür. So, und da ich extrem lange gebraucht habe, denke ich mal, wird das schon ein 15-Minuten-Part. Deswegen lassen wir es auch dann direkt nach diesem Level. Okay, wir müssen erstmal das Teil besiegen. Das ist ganz wichtig. Dann besiegen wir erstmal das Teil hier. Ja, das gibt nämlich extrem viele Punkte. Also ihm extrem viel Schaden gibt es. Okay, jetzt macht er hier sein Gedöns. Dann würde ich sagen, besiegen wir den hier. Ich wollte ihn eigentlich so richtig treffen, aber es hat nicht geklappt. Okay. Ich verstehe. Los, den hier würde ich gerne besiegt haben, weil er dann nicht mehr zu einem Problem werden kann. Okay. So, jetzt noch den hier. Dann der hier, der wird jetzt aggressiv und vorher schon besiegt worden. Das ist gut. Jetzt besiegen wir noch die hier ganz schnell. Und dann haben wir ihn, glaube ich, komplett besiegt, weil schaut seinen Panzer mal an. Ich glaube, da ist nicht mehr viel übrig. Ich weiß ja nicht mal mehr, woher die ganzen Gegner rauskommen. Oh, verdammt. Jetzt am besten. Oh nein. Ich würde jetzt einfach mal so rumfliegen. In der Hoffnung. Ja, aber er verändert sich die ganze Zeit. Also er geht die ganze Zeit irgendwo anders hin. Und das war gerade ziemlich. Sag mal, was ist mit dem los? So, das hatte ich jetzt noch nie, dass der so extrem schwer zu besiegen war. Wow, es hat doch noch geklappt. Ich habe jetzt noch wirklich relativ daran gezweifelt, ob das jetzt noch funktioniert. Oder ob ich dann verliere. Aber es hat ja noch irgendwie hingehauen. So. Also es leben auf jeden Fall noch alle, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und Falco habe ich ja einmal getroffen. Mein Fehler. Ups. Und naja, 80% des Levels, das ist doch ganz in Ordnung. Ja. So, jetzt kommen wir zum nächsten Level, Asteroid. Und dort wird direkt schon etwas sehr Interessantes geschehen. Da ich ja schon den ersten Run jetzt relativ verkackt habe und nur noch 0 Leben habe. Aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Bis zum nächsten Part und ciao.